Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute ist der zweite Part, ja, ProMods Middle East. Wir sind kurz vor Damaskus und ja, wir werden heute durch Damaskus fahren. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert mit Middle East und deswegen dachte ich, ach komm, wir werden jetzt einfach mal einen zweiten Part machen. Ich habe hier nochmal den hilfsbereiten Streifenpolizist gefragt, wo es lang geht. Wir gehen jetzt zu unserem LKW. Ja, wir werden heute mal mit einem richtig schicken unterwegs sein. Also, ja, habt ihr ja gestern auch gesehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Ja, das ist natürlich hier super, ey. Wirklich Kameraden hier. Der OBS. Okay. Gut, lass uns einfach hier fahren. Zum Glück haben wir hier unten noch so eine kleine Kamera, dass wir wissen, wenn ich irgendwo hier gegen holpern und poltern. Und jetzt geht's Richtung Damaskus. Guckt euch das an. Hier sind immer wieder die einzelnen Grenzkontrollen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es da Ärger gibt. Wir sind in Syrien. Und fahren jetzt erstmal rein. Hier, Checkpoint. Und das hatte ich ja, glaube ich, mal damals auch gesagt. Hey, man könnte ja mal mit ihren LKW einfach mal zwei Parts machen, wenn es ein bisschen länger ist. Und überwiegender Teil hat ja damals auch gesagt, ja, kannst du machen. Du musst nicht jedes Mal einen neuen Truck nehmen und eine neue Runde drehen. Nee, nee, nee. Musst du alles nicht machen. Du kannst das ruhig einfach mal so. Gerade die Leute, die dann unterwegs sind. Hier, Damaskus. Yeah. Gerade die Leute, die dann nicht gleich alle Videos angucken können, die nehmen sich die dann in ihre Playlist. Und das kann ich euch einfach nur sagen, wenn ihr YouTube benutzt, so, der fährt ja hier entlang, rüberfahren, dann macht die einfach in eure Dings rein, in eure später ansehen und dann lasst es einfach ablogen. So mache ich es. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen gucke, Wegstraße, das hier bin ich, Mercedes-Händler entdeckt. Damaskus, ja, passt. Dann packe ich die alle so rein und lasse das einfach so nach und nach ablaufen. So, das mache ich. Wie war rot gewesen? Oh! Das war aber wirklich sehr, sehr knapp gewesen. Hui! Aber ja, wirklich mehr Glück als Verstand, oder wie das heißt, ne? Oh, hier. Was ist mit dem los hier? Komm. Da hinten noch die Moschee. Ach, herrlich. So, jetzt geht's Richtung Libanon, oder was? Ja, was hab ich denn eigentlich für eine Tour heute? Von Israel nach Libanon, oder was? Das wäre denn, glaube ich, der vierte Grenzübergang, den wir denn hier abfahren. Machen wir 50 und lassen einfach mal rollen. Wir durften 60 fahren. Ist eine große Stadt. Große Häuser. Damaskus. Sonne scheint. Machen wir mal 60 machen. Jetzt auf die Autobahn. Und ja, vielleicht ist ja dieser Part heute nicht ganz so lang. Der gestrige, aber naja, passt schon alles. Wir haben ja immer noch über 200 Kilometer, ne, vor uns. Warum fährt denn der so langsam? Wird er mich vorlassen oder hat er irgendwelche... Hat wahrscheinlich die Ausfahrt verpasst und nimmt jetzt quasi die Auffahrt zur Ausfahrt. Abfahrt. Ach, was weiß ich. Boah. Hier, guckt euch an. Also wenn hier irgendwo ausgesetzt wirst, dann hast du auf jeden Fall viel Freude. Wasser kein nichts, dann bist du hier in der Wüste von... Ich sehe, wie die Wüsten hier heißen. Naja, heiße Wüste. Da kannst du nur hoffen, dass da irgendwelche Nomaden kommen und dich retten. Ah, das ist schon, wenn du richtig Durst hast, und du dann nachher wirklich, wenn du Fata Morgana siehst,
kann mir das gut vorstellen, dass der Körper dann irgendwelche Trugbilder macht für dich, ne? Also. So. Ist schon irgendwie interessant hier, ne? Ah, okay. Der nächste Checkpoint. Ah, müssen wir ja richtig langsam fahren. Ja, ist eben noch ein Krisengebiet, ne? Militär steht noch hier. Oder hört man jetzt aber auch nichts mehr so richtig. Ah, speichert. Oh, jetzt sind wir auf die falsche Fahrbahn gefahren. Deswegen stehen wir hier. Oh, haben wir ja wieder gut hingekriegt hier. Jetzt kommt ja keiner hier rüber. Aber jetzt könnten wir. Stoppen auch wirklich. Was ist das für ein Auto hier eigentlich? Ford. Gut, ich habe wohl gestoppt. Oh, tanken brauchen wir nicht. Ich habe in Deutschland noch mal getankt. Oh, wir fahren ja schon 30 wieder. Wenn jetzt hier die Polizei wieder am Start ist, dann kriege ich wieder ein Bußgeld. Ich finde das mit dieser Kamera hier unten. Ja, beim Navi finde ich das total toll. Ja, weil viele fahren ja, oder einige von euch fahren ja dann so mit so einem Spiegel hier, ne? Das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, ne? Man braucht nicht mehr rüber gucken, aber ganz ehrlich, für mich ist das immer. Ach. Ah, nimmt irgendwo so ein bisschen das Spielgefühl weg. So, jetzt scheint es einen neuen Grenzübergang zu gehen. Also das ist dann auf jeden Fall der vierte Grenzübergang, den wir hier in den ersten und zweiten Part hier durchlaufen. So, ich halte hier schon an. Alles gut. Bei LKWs müssen wir da ganz rechts fahren. Mal bin ja gespannt, was für ein Land wir jetzt so bereisen. Kommt denn da rüber? Sind wir denn schon in der Türkei oder so? Ach ne, wir sind ja schon wieder ein bisschen so zurückgefahren. Ich glaube, wir sind wieder ein Stück zurück. Fahren wir ein bisschen ran. Hat nicht gebracht, dass dann die Schranke wieder ein bisschen früher hochgeht. Alles in Ordnung. Natürlich. Wir haben jetzt so viele Stempel schon drin in unserem Reisepass. Wir müssen, wenn wir zurückfahren, einen neuen Reisepass beantragen. Weil schon wieder alles voll ist. Aber das. Das kenne ich. Libanon. Ah, siehst du? Ja. Ich wollte schon sagen, das mit dem Baum, das kenne ich doch. Ah, hier ist nochmal der russische Panzer. So, ab in den Libanon. So. Ein bisschen Druck machen hier. War mal mein Freund. So, muss aber sagen, ich weiß gar nicht, was ich geladen habe. Ich habe Kunststoffe geladen. Okay. Wer weiß, was sie da machen mit dem Kunststoff. Jetzt kommt gleich. Ach, gleich andere Polizeifahrzeuge. Läuft. Gar nicht so schnell fahren. Wir haben immer noch 150. Ach, ganz ehrlich, wir sind jetzt schon bei fast 10 Minuten. Da wären wir bei 35. Und ich weiß ja, wie ich denn immer bin, wenn ich dann zu lange und eigentlich das gar nicht so geplant habe. Ich habe schon mit 30 Minuten geplant, aber dann würde ich dann wieder so wie die Axt im Weide fahren. Und das wäre ja auch nicht toll. Oh Gott, jetzt lang. Gott. Ach, oje. Ey, das. Aber guck mal an, das sieht ja richtig nice aus, wie wir jetzt hier. Also erinnert mich irgendwie wie, als wenn wir jetzt bei Assassin's Creed sind oder so. Hier mit dieser. Aber jetzt haben wir auch mal die Möglichkeit, so ein bisschen in die Nacht reinzufahren, in die Dunkelheit.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen zu tun. 17 Uhr? Ja. Oh, aber wir haben einen guten Trecker hier, wa? Und den Schlepper. Oh, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Vielleicht, also vielleicht werde ich da irgendwann mal ein bisschen so nachfragen, ob wir dann durchaus mal so zwei Parts machen hintereinander. Ja, wenn ich mal so... Wenn ich streame, dann kann man das durchaus mal machen. So auf so eine engen Straßen. Wenn jetzt irgendeiner von vorne kommt, dann ist ja auch... Ja. Hey, live hier. Auf jeden Fall ist hier Flugverkehr. Außen gucken. Da habe ich aber, denke ich mal, trotzdem eine gute Strecke ausgesucht, ne? Also, dass man mal wirklich ein bisschen Abwechslung haben. Weil man hat hier diese... Was sind denn das für Bäume? Was sollen die denn das hier so eine Nussbäume sein? Oder soll das hier eventuell so Oliven... Ich bin zum Beispiel keiner, der Oliven mag. Also, esse die jetzt nicht. Also, das ist nichts für mich. Also, Oliven. Ja, mal 60 rein, mehr als 60 tut man sowieso nicht fahren. Wollen mich nicht so konzentrieren. Lass den einfach mal so ein bisschen lang. Es sieht irgendwie aus wie mit den Lichtstimmung jetzt wie bei den Assassinen. Hab ich auch gerne gespielt, werde ich sagen. Es hat einfach nur stumpf rumholzen. Oh, so ein stumpfes Spiel. Stumpfes Spiel wird es natürlich auch bald wieder geben bei mir. Ja, wir haben ja noch eins. Far Cry, das war mir dann doch ein bisschen zu dämlich. Ist das also Cyberpunk? Natürlich wäre es auch noch schön, wenn wir da eine Art Koop-Spiel noch hätten. Aber, ach, ich denke, das kriegen wir alles hin. Ist ja schön hier. Also, da fügt sich der LKW gut ein hier in der Gegend hier, muss ich sagen. Also, fällt mir gut. Jeden Fahrzeug von vorne, wahrscheinlich hat einer mit dem Funke da gesessen. So. Jetzt kommt jemand von vorne. Okay. Dann kommt die ganze Woche hier kein LKW an. So. Oh, hier mit den satten Grün hier. Oh, das fuckt aber. Ah, da muss ich jetzt mal ein Foto machen. Das sieht ja schick aus hier. Hier mit der Lichtstimmung. Oh, ein bisschen hier, zack. Das sieht schön aus hier. Wenn ich hier die Sonne ein bisschen anders mache, hier. Das ist irgendwie schön hier mit der Straße. Oh, feini. Ja, muss ich jetzt einfach mal machen. Das gefällt mir jetzt gerade so schön hier. Ja, verzeiht mir. Hallöchen. Waffe. Was passiert? Nein. So, Freunde. Ich wollte jetzt eigentlich... Pass mal auf, wir machen mal was anderes. Ich probiere trotzdem. Ich versuche es jetzt mal zu laden. Für euch. Ich versuche es. Dass wir vielleicht diesen Abschnitt überfliegen können. Das wird jetzt ein bisschen wahrscheinlich dauern. Fortfahren. Also ihr seht schon, 95.
Mods, die ich jetzt momentan, warum jetzt halt, wahrscheinlich jetzt wegen der Cloud. Mal sehen, ob er jetzt noch was macht. Wäre natürlich schade, ne? Dann müsste ich jetzt hier rüber und ey, ich denke so, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Das ist doch eigentlich ärgerlich, ne? Ah. Traurig. Fehler bei der Verbindung mit Online-Server. Prüfen Sie bitte. Internet ist da. Offline-Modus fortfahren. Machen wir das mal weg. Promos lädt erstmal. Also werden wir jetzt mal ein bisschen rüberfliegen. Ja, manchmal ist es so. Warum? Weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich irgendeinen Mod zu viel drin, aber da war jetzt die ganze Zeit nichts, ne? Aber ich kenne das von vielen von euch, die dann manchmal sagen, ach, das ist abgestürzt und da ist was abgestürzt. Aber fliegen wir einfach mal den Bereich ein bisschen ab. Und eine Sache kann ich mir sagen, auch wenn ich das hier auf einer SSD oder Micro-SSD, es lädt trotzdem, dauert trotzdem eine ganze Weile, bis das alles geladen ist. Aber jetzt kann ich wenigstens mein Käffchen trinken, schön gemütlich und keiner stört. Nee, Kaffee ist ausgetrunken. Ach, hör auf. Das passt ja in meiner Raupensammlung. Ja, und jetzt lädt ihr gar nichts, oder was? Stunden später. Ah. Ein kleiner Schritt. Immer so. Ein kleines bisschen. Ja, aber ihr könnt ja bei Rainer selber mal ausprobieren. Den Abschnitt, den ich jetzt hier gefahren bin. Ups, jetzt gab es einen Röntgenrutsch. Ob ihr das auch hattet. Ich mache jetzt einfach mal einen Speicherli. Wir gucken mal, wo wir jetzt hier sind. Sind jetzt hier. Müsste das jetzt abfliegen? Das kann natürlich sein, dass jetzt, wenn ich jetzt hier lang fliege, dass er an der gleichen Stelle wieder abstürzt, auch mit der Flycam. Kann sein. Das ist jetzt der Bereich, den wir jetzt so abgeflogen sind. Warte mal. Ich würde sagen, wir stellen den LKW hier jetzt hin. Und, ups, fahren jetzt die letzten. Huch, bin ich jetzt hin? Bin ich jetzt komplett falsch? Ach so, weil ich hier diesen Punkt noch gesetzt habe. Ja, die letzten 35 Kilometer, ja, bin ich vielleicht ein bisschen zu weit. Aber wäre mal interessant, ob ihr da auch einen Fehler habt. Ich will es jetzt nicht nochmal probieren. Ich wollte aber jetzt diese Tour definitiv beenden. Schade. Das ist echt schade, dass es dann zu sowas gekommen ist, ne? Wenn es jetzt nochmal abstürzt, dann ist es dann sowieso Feierabend. Aber wie auf einmal, bumm! Achtung, Achtung, Licht aus. Naja, also es passiert durch den Maximus, ja, also keine Angst. Ihr seid dann, wenn das bei euch mal abstürzt, nicht alleine. Es passiert euch auch. Oder mir. Ja, das kann irgendwie an einer Reihenfolge sein. Es kann an irgendwas anderes liegen. Die Wege des Herrn sind unergründlich, ne? Das ist halt so zu machen. Aber wir sind gleich da. Wir dürfen, glaube ich, auch nur 60 fahren, ne? Ja, 60. Ich habe 65 eingeloggt. Aber vier Länder haben wir gesehen. Also wir haben jetzt in den zwei Parts wirklich eine ganze Menge betrachten können. Ist doch gut. Fahren nach Tirol. Jetzt hat ab und zu gibt es so einen kleinen Ruckler und dann denke ich so, oh nein, bitte nicht. Das ist ein bisschen ein gebranntes Kind scheut das Feuer, ne? Ihr kennt das. Ich dachte, der fährt jetzt. Jetzt fährt er schon langsam los, das ist gut.
Aber eine gute Reaktion von Maximus. Eine gute Reaktion. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr überholen. Ja, dunkel ist es trotzdem nicht geworden. So wie ich es eigentlich wollte. Naja. Naja, was soll's. Jetzt sehe ich nochmal irgendwie was anderes hier. Nochmal ein Checkpoint. Oh, ey, kurz vorm Schluss hier nochmal ein Checkpoint. So. Dass der wieder. Ach, zum Glück, wir haben uns auf jeden Fall richtig eingeladen. Ach, guck mal, Schenker ist auch hier. Gucke an. Na, jetzt sind wir hier im Feierabendverkehr, ne? Jetzt. Ihr seht schon, was hier an LKWs wieder lang fährt. Einer lässt den anderen von Schenker rein, wa? Oder? Der lässt ihn rein. Das ist ein guter. Ja, eine Kontrolle. Huchchen. Da ist mir gerade die Leitplanke reingehaupst. Ah. Ja, wenn du hier groß geworden bist, dann ist das für dich oder für die Leute wahrscheinlich schon normal, ne? Aber was ist das hier alles? Bisschen befremdlich, ne? Überall Kontrollen, überall immer so ein bisschen mit Angst leben, ne? Das ist dann schon darum, wir können so froh sein, wie es uns eigentlich geht. Also, wer da hier noch rummeckert, stehe ich nicht. Ach, guck mal, da vorne ist noch Dings gewesen hier, sag schon. Reisemobil. Oh, jetzt hält der hier alles auf, warum fährt er nicht? Na los, komm, hab dich nicht so. Was ist ja hier? Weitermachen kommt dann wirklich noch die Dunkelheit. Och, rum hier. Wetter. Ach, wir haben es gleich geschafft. Gleich geschafft. Herrlich. Oh. Wir haben hier nichts anderes zu tun, außer hier mit Autos rumzufahren. Also was ist denn hier los? Hier ist ein Trubel, ein Leben hier. Ist ja unnormal. Ich glaube, hier drüben müssen wir rein in die Bude, ne? Ja, ich glaube, da müssen wir rein. Naja, ihr seht schon. Hier ist nur Stau. Kurz vorm Ziel kommen wir nicht rein, weil Ampel rot. Aber ganz ehrlich, wenn hier alle nicht rüberkommen, dann muss man eigentlich nur so frech sein. Hier einfach links vorbeifahren, ne? Denn hier, jetzt sag nicht, da möchte jemand abbiegen. Der Camper. Dieser Camper. Bin ich so weit vorgefahren. Oh, jetzt komme ich nicht rein. Na gut, jetzt kommen sowieso die ganzen Fahrzeuge hier. Einige Stunden später. Komm, 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 fahrt. Nein, der von Schenker will rüber. Der von Schenker. Oh, Mut zur Lücke. Das war wirklich jetzt nur Mut zur Lücke. So, hinten sollen wir ihn hinstellen. Wir sind zu spät. Die warten schon alle.
Aber jetzt mal ohne den Absturz jetzt mal so zu betrachten, wäre das jetzt hier ordentlich Zeit gewesen, ne? Also. So. 50 Minuten beide. Ja. Okay, dann sind wir endlich mal wieder bei der Premiere. Guck mal, hier ist alles wieder weg. Alle meine Einstellungen. Ja, was ist hier passiert? Das war gar nicht meine Einstellung. Ich habe ja die das interessiert. Nee, war mal, wo waren das eigentlich nochmal? War das bei Gameplay? Ah, hier, das. Das ist das. Naja, wer weiß. Gut. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Auch wenn jetzt dieser Absturz war, egal. Wir halten durch bis morgen früh und singen Bums weiter. Und ja, der nächste Livestream wird wahrscheinlich am Freitag sein. Ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt. Lasst einfach ein Däumchen da. Wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo. Würde mich freuen. Und ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.